Also ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das nochmal sage, aber willkommen zurück zu Let's Play Mario Tennis Aces. Denn als ich das Spiel letztens Just for Fun nochmal gestartet habe, kam auf einmal eine Cutscene, wie sich der Singleplayer um diese Insel hier unten rechts erweitert hat. Alles klar, mit 5 Missionen. Und ja, würde ich sagen, spielen wir die einfach mal. Wir beginnen bei Rote Prüfung. Die Rote Prüfung, es könnte sich auszahlen, wenn du hier dein Können beweist. Okay, es ist einfach nochmal das Tafelschießen, oder? Uralte Prüfung, Tafelschießen. Beweise dein Können, indem du mindestens 700 Punkte erreichst. Ja, Basics habe ich noch ungefähr im Kopf. Y ist gerade Schlag. Das war das Wichtigste. Mit den Sternen kann man sich hier schön die Energie aufladen. Und dann so die Punkte-Kombos raus. Also 700 Punkte in einer Minute. Ich weiß aber nicht, ob das viel ist oder nicht. Also die Bowser-Dinger nicht treffen, außer man braucht Energie. Soweit war ich auch noch. So, und bisher sind wir, glaube ich, ganz gut in der Zeit. Und irgendwie bekomme ich auch Zeit wieder. Ich weiß aber nicht, wie. Ich habe mir die Mission gerade schon mal angeguckt, um nochmal gerade in die Steuerung reinzukommen. Gerade habe ich mich komplett dämlich angestellt, war aber eh einmal, um wieder zu kapieren, wo welcher Knopf ist. Ups, mein Fehler. Da hatte ich 500 und Punkte nach der Zeit. Ja, man bekommt Punkte wieder. Das war aber eh einfach nur zum Testen. Brauchen wir nach so langer Zeit mal wieder. Okay, sauber geblockt. Da nutze ich jetzt mal meinen Special-Schlag. Spart hoffentlich einfach ein bisschen Zeit. Oh, lol. Lol. Ich bin so ein Idiot. Fuck this shit. Tut mir leid. Mein Fehler. Und nein, ich habe die Steuerung nicht mehr drauf, wie man sieht. Aber die 700 Punkte kriegen wir hier, glaube ich, relativ locker hin. Ich glaube, es sind einfach solche Endlos-Varianten von den Minispielen, die man bereits aus dem Singleplayer kennt. Aber sowas ist natürlich immer ganz gut, wenn man auf Highscore-Jagd ist. Also sehr schöne Neuerungen in dem Singleplayer. Muss man ja wirklich sagen. Wie bei Kirby Star Allies wird es natürlich gezeigt. Auch wenn das Projekt seit Ewigkeiten beendet ist. Ich bin so ein Idiot. Wieso lade ich denn den Schlag auf? Mach doch einen super Zeitlooper. Oh Gott. So ein Vollidiot. So ein anderer Schläger. Ist klar, wenn der erste zerbrochen ist. Haben wir jetzt ganz schön viele Bowser-Dinger. Zu früh. Ja, da ist durchaus mehr drin. Also man kann hier auch bestimmt mehrere tausend Punkte erfarmen. Aber dafür braucht man ein bisschen mehr Übung als ich. Das, was ich mache gerade, ist allerhöchstens oberes Casual-Niveau. Aber naja. Mehr braucht man ja auch nicht. Und nach so einer langen Zeit bin ich, glaube ich, mit der Leistung hier auch relativ zufrieden. Fuck it. Also beim nächsten Mal mache ich super Zeitlooper. Oder ich avoide einfach die Bowser-Tafeln. Und hause so von der Seite weg. Das ist die andere Möglichkeit. Könnt ihr mal in die Kommentare eure Meinung dazu schreiben, weil mich hat es komplett überrascht, dass es nochmal ein Update gab. In dieser Größe. Oh, fuck it. Da ist auf einmal eine Bowser-Tafel erschienen. Ha, Mist. Nochmal 10 Sekunden wiederbekommen. Das sind leider keine Tafeln derzeit, so ziemlich. Ah, da sind sie wieder. Spawnen ja immer nach einer Zeit erst nach. Aber es ist eh das spaßigste Minispiel. Da erinnere ich mich noch während... Ah, fuck. Egal. Wie ich beim Sozialpraktikum mich da immer hingesetzt habe und versucht habe, den höchsten Schwierigkeitsgrad da möglichst gut hinzubekommen. Ah, Rang B. Okay. Ich weiß nicht, bis wo es geht. S, denke ich mal, bei 2000. Oder 3000. Aber ist durchaus machbar. Außer man versagt halt an eigener Dummheit wie ich. Naja, wenn man sich da ein bisschen hinterhängt, dann wird das schon passen. So, rote Prüfung ist geschafft. Dann geht's einfach im Uhrzeigersinn weiter. Der Uhrzeigersinn ist andersrum. Ich meine gegen Uhrzeigersinn. Grüne Prüfung. Auch das könnte sich auszahlen. Okay. Weißt du dein Können, indem du mindestens 400 Punkte erzielst? Oh nein. 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 Oh, immerhin nicht mit diesem Gimmick wie bei Kamek. Oh Gott, habe ich da gerade Bock drauf.
nicht. Wie ich diese Ultra-Ballwechsel hasse. So, immer schön die Special bereithalten, dass wenn er einen schwierigeren Schlag macht, wir das schön mit einer Special kontern können. Okay, für den ersten Versuch ist aber gerade gar nicht schlecht, weil das habe ich vorher nicht geübt. Ich habe mir nur das andere einmal für die Steuerung angeguckt. Gebe ich auch offen und ehrlich zu, weil irgendwie muss man da ja wieder reinkommen. So, und dafür brauche ich eben immer schön meine Special. Aber immerhin nervt hier der Poller nicht, wie auf dem Schiff. Da erinnere ich mich leider noch sehr gut dran. Das ist schon mal ein Hindernis weniger. Okay, die Ballwechsel werden schneller. Wir kriegen Bonuspunkte. Sehr gut. Wir sind gleich bei der Hälfte und haben noch alle Leben. Ich mache immer schnelle Bälle, einfach um eine Consistency reinzukriegen. Consistency, einfach um konstant spielen zu können. Ich mache mal jetzt einen anderen Schlag. Und noch einen anderen. Ja, ich weiß, sehr abwechslungsreich. Okay, aber ich bin sau zufrieden mit dem Versuch. Gibt aber immer nur plus 30, obwohl man 80 in Folge hat. Mal gucken, vielleicht kriegen wir 1000 hin. Weil es ist absolut möglich. Muss ich ja wirklich sagen, das ist viel fairer als das auf dem Schiff und so macht es auch Spaß. So 100 Bälle in Folge, passt. Schon mal sauber. Ich hatte das übrigens mit den Bonuspunkten vergessen. Deswegen habe ich mich so erschrocken. Als da stand 400, es geht aber, haben wir jetzt ja schon. Ich glaube, das lasse ich auch alles in der Aufnahme, warum auch nicht. Oh. Komm, gib mir wieder einen Ultraschlag. Okay, sauber. So kann man hier halt schön immer die ganzen schwierigen Bälle blocken. So, wir sind bei 530. Sehr schöne Leistung bisher. Eigenlob stinkt, ich weiß. Special Humber wieder. Du Wichser. Ich habe so fest damit gerechnet, dass der mich da jetzt austrickst. Und dann spielt er einfach so einen scheiß normalen Schlag. Der kleine Fiesling da drüben. Gib mir mal kurz einen Punkt. Sauber. Dann kann ich mir näher kurz die Hände abtrocknen. Hat durchaus Vorteile. Habe nur ich das Gefühl, oder wird der Ball mit der Zeit immer schneller? Klar, ist schon jetzt eine ganze Zeit lang schneller als am Anfang, aber für einen Sandplatz ist das wirklich sehr schnell. Ich weiß, ganz spannendes Gameplay. Ich schlage einen Ball mit einem CPU konstant hin und her. Sehr schön, die 30er, wow, zählt sogar noch. Wie viel haben wir jetzt? 170? Schläge am Stück. Gleich drauf achten. 210 jetzt. Also gerade 200 wohl. Dafür will ich aber gleich S sehen. Und ich glaube, es sind diese Sachen, wo ich mich dann wirklich auch mal hinterhängen möchte. Um da einfach mal meine Rekorde zu brechen. Ich glaube, da hätte ich sogar Spaß dran. Das sind halt diese Inhalte, die einfach in diesem Spiel gefehlt haben. Und auch so was wie Ringtennis und so. Oder Item-Tennis. Oh, hat das im GameCube und Wii Teil Spaß gemacht. Das war wirklich spaßig. 250 Schläge, sauber. Also bei 1000 mache ich, glaube ich, einen Cut. Hab aber nur so ich das Gefühl. Also bei 1000 Schlägen, nicht bei 1000 Punkten, lül. Ihr müsst euch das Gesamte jetzt angucken. Keine andere Möglichkeit für euch.
weiß, das ist dann sehr spannend. Nee, ich mach gleich bei 300 einen Cut, bis ich fail. Das kann dann aber noch dauern. Nicht, dass ich es hier eine Stunde durchhalte, aber... So. Oh, shit. Man kann gar nicht pausieren. Stimmt, das war ja hier... so eine Sache. Dann mache ich jetzt folgendermaßen. Gib mir einen Punkt. Fuck you. Oh, shit. Hätte er mich fast gehabt. Ich wollte dann eigentlich jetzt den Punkt kriegen, damit ich da einen sauberen Cut setzen kann. Das war wohl nichts, weil ich schneide das ja nicht am Anschluss, sondern jetzt, sondern nebenbei. Das ist halt die Sache. Und das ist sau einfach irgendwie, wenn man da einmal drin ist. So, gib mir jetzt aber bitte den Punkt. Sauber. Kurzer Cut. Kleines Zwischenergebnis 2010. Nächster Zwischenstand. So, ich habe mich dazu entschieden, ich höre auf. Wir haben über 1000 Bälle im Ballwechsel. Weil es ist keine Challenge da. An dieser Stelle höre ich auf. Weil es gibt halt wirklich keine Herausforderung. Gefühlt. So. Über 1000 Bälle. Ich saß hier jetzt, ich weiß nicht wie lange. Rang A. Ich weiß nicht, ob... jetzt sag nicht, S gibt es bei 4000. Das wäre es jetzt, aber... ist mir relativ egal. Okay, weil das reicht jetzt dann wirklich. Gut, dann mal ab zur nächsten Challenge. Jetzt dürfte ich eingespielt sein. Blaue Prüfung. Was ist denn das? Beweisen dein Können, indem du mindestens 30 Punkte erzielst. Perfekte Schläge. Ist das dieses, der Gegner darf es nicht erreichen? Ja, ne? Okay, das ist immerhin ein bisschen interessanter. Dürfte ich erfragen, wo der Fehler war? Und, ach Quatsch, Doppel-X ist doch Sprung. Bra, ich bin blöd. Ja, man muss X gedrückt halten. X kann man nicht aufladen. Stimmt, da war was. Okay, sauber geblockt. Sauber vorbeigespielt. Ja, ja. Das passt schon. Und hierher werden wir auch bei 30 glatt aufhören. Ansonsten wird das zu langweilig, weil die Challenges an sich haben wir ja schon mal so gesehen in dieser Form. Aber das ist jetzt auch nicht wirklich allzu schwierig. Na, jetzt fängt er ein bisschen an, hinter dem Ball herzulaufen, ne? Ja, ein bisschen. Na, fuck you. Okay, jetzt wird es eventuell ein bisschen tricky. Okay, das ist einfach. Einfach in die obere Ecke pfeffern. Gut. Und die langen, da brauche ich keinen Special für benutzen. Okay, das war knapp. Aber an sich ist das schon wieder ein bisschen spaßiger, weil bei dem anderen hast du halt wirklich alle Punkte geschenkt bekommen. Muss man einfach zugeben. Okay, sind wir bei 20. Die langen sind kein Problem, das sind die einfachsten. Ich weiß gar nicht, kann man kurz spielen, alternativ auch? Wäre mal nice to know. Diese Fehler darf ich zwischendurch mal machen, dürfen sich aber nicht häufen. Oh Gott. Andere Ecke passt. 25. 26. Langer.
Jetzt benutze ich einfach mal meine Special, warum nicht? Darf man ja. Ist ein sicherer Block. Einen noch. Und der ist geschenkt. Gut, damit höre ich auf. Hände hoch. Das reicht mir. Welcher Rang ist das? C ist geschafft, denke ich mal, oder? Ja. Geht wahrscheinlich bei E los. E, D, C ist geschafft. Und dann BA für die Pros. Oder für die Leute, die sich dahinter hängen. Habe ich aber echt nicht so viel Bock drauf. Okay, die Schlaghärte erhöht sich ein bisschen. Nehmen wir so mit. Und letzte Prüfung. Im Außenkreis. Fehlt noch gelb. Jawohl. Ringtennis. Wer weiß, dann können, indem du mindestens 500 Punkte zählen. Ringtennis kenne ich aber in der Form noch nicht. Gab es in dem Spiel ja nicht. Schade eigentlich. Oder? Okay, je mehr Punkte, desto mehr Ringe durchquert werden. Das ist aber ganz spaßig. Ringtennis mag ich generell. Ah, das sind sogar Multiplikatoren, die roten. Okay. Nice, nice. Wenn man Mate-Fehler macht, gibt es wahrscheinlich keine Abzüge. So stelle ich mir auch spaßig im Multiplayer vor. Da lassen wir erstmal einen Ring kommen zu dem roten, wenn es Multiplikator ist. So, jetzt. Okay. Ah, es zählt aber nur der rote Ring als Multiplikator. Gut zu wissen. Also die roten möglichst schnell durchqueren. Das waren jetzt ein 2x2. Auch, ich dachte, das zählt für alle, wo der Ball dann durchfliegt. Nee, nur für den an sich. Okay, wie viele Punkte brauchen wir? Komm, wir machen einfach mal 1000 und dann... Beim Bar. Oh, Quatsch, es gibt ein Zeitlimit, da brauchen wir überhaupt... Müssen wir eine bestimmte Punktzahl machen. Aber zeitlich limitiert ist auch besser. Respawns klappt, zeigt sehr gut. Aber gibt Kombo-Punkte, ne? Für mehr Ringe, oder? Ah, da oben ist einer. Es gab zwar nur einen Punkt, aber nehmen wir auch mit. Okay, bisher ein sauberes Spiel. Ich will es jetzt mal wissen. Zählt das auch, wenn mein Mate ihn nicht kriegt, als verloren? Okay, er kriegt ihn aber. Ah, es gibt aber mehr Punkte? Okay. Nice to know. Okay, und in der Tat, es zählt nicht als Fail, wenn er den Ball nicht bekommt. Dann ist ja alles in Ordnung. Aber es ist sehr spaßig. Auch, denke ich mal, ein bisschen witziger zum Zugucken. Machen wir nochmal kurz ein Special. Durch den roten Ring, ich will das mal wissen. Da komme ich aber nicht durch, schade. Okay, es gibt wirklich einen Multiplikator dafür. Sehr nice. Wir waren bei 0. Bra. Und dann springe ich drüber durch X. Egal, 620 Punkte. Passen. 500 war der vorige Rekord, ne? Ja. Gut, hätten wir es dachts geschafft. Sehr schön. Auch wenn ich bei den unteren beiden Challenges dann einfach wegen dem Zeitfaktor nahe Zeit einfach aufgehört habe. Dürfte, denke ich mal, verständlich sein. Ah, perfekt. Unsere Challenge ist offen. Was ist das denn? Hallo, geh auch da rein. So, Königsprüfung. Eine Prüfung, bei der es darum geht, Tenniskönig zu werden. Hier steht, bekämpfe mächtige Gegner, die dir in der Vergangenheit begegnet sind. Bossparade. Alles klar. Also müssen wir jetzt alle einfach am Stück killen, oder was? Dann machen wir die Piranha-Pflanze noch heute. Die restlichen Gegner aber im nächsten Part. Ich teile es dann tatsächlich auf, weil das dauert dann sonst ein bisschen zu lange. Stimmt, so kann man es sammeln. Ach ja, und die Zeit spielt gar nicht gegen uns. Nee, das ist ein Highscore-Jagd. Alles klar. Nice, nice. Heißt, verkacken kann man hier gar nicht.
Bra. Sonst steht da immer minus 5, aber jetzt gibt es einfach Strafpunkte dafür. Okay, nett, nett. Nee, ich bin gerade zu blöd dafür. Viel zu blöd. Okay. Dann wisst ihr aber schon mal, was es im nächsten Part zu sehen gibt. Ich splitte das natürlich auf. Bis zum nächsten Part. Und ciao. Da freue ich mich irgendwie. Weil den Highscore möchte ich jetzt so nicht stehen lassen. Seht ihr das noch? Okay. Man kann da eigentlich nicht scheitern sonst. Gut, dann machen wir 6 Bosse am Stück im nächsten Part. Ich sagte es bereits. Tschüss.